Willkommen zurück bei Pokémon Gelb. Wir sind noch immer im Pokémon-Haus, aber zu meiner Überraschung war ich doch besser, als ich dachte. Wir sind nämlich schon fast durch und ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Der Professor hat uns ja gesagt, ja, wir müssen da runterspringen und dann ist das eigentlich schon mehr als die halbe Miete. Wie wir zum Ziel kommen, weiß ich jetzt sogar. Und ich habe, wie angekündigt in diesem Part, Caleb dabei, mit dem ich jetzt über ja, die Pokémon-Generation 1 sprechen möchte oder generell, wie er Pokémon denn angefangen hat. Ja, also, man kann dieses Lächeln von dem Elektroball natürlich gut mit dem identifizieren, was ich mit Pokémon schon immer verbinde. Ich muss jedoch sagen, dass ich am Anfang dazu gezwungen werden musste, ein wenig, weil ich war immer derjenige, der immer meinte, gegen den Strom schwimmen zu müssen. Da erinnere ich mich an was, ja. Und da jeder Pokémon geschaut hat, habe ich mir gedacht, Alter, was für ein Scheiß, Mann. Und hab dann da auch, war dann da relativ verhalten anfangs. Jedoch habe ich dann irgendwann mal den ersten Film geschaut tatsächlich. Also das habe ich vor den Spielen gemacht. Ich habe zwar absolut niemanden gekannt da. Wie alt warst du da so? 6 oder 7 war okay. Ich. Ich habe auf jeden Fall kein einziges Pokémon gekannt, aber ich fand den ersten Film richtig episch und auch sehr, 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 sehr tiefsinnig. Da hat mich also sehr berührt und dann hat mein Vater mich irgendwann einfach zum Pokémon-Spiel gesteckt und ich dachte mir, okay. Also er kannte es schon. Ja, also gut, es hat sich halt rumgesprochen und er hat dann... Hier kommt man übrigens wieder raus, also nicht da lang gehen. Dann haben wir ein paar Mal den Anime geschaut, dann hat er mir einfach mal das Pokémon-Ding zum Spielen gegeben. Und dann, also das war glaub Rot, dann habe ich halt ein bisschen gespielt und dachte so, lol. Dann bin ich so gekommen, dachte mir, lol, das ist ja Rocco, lol. Und ja, dann ging das so weiter. Ich war damals natürlich noch ein Buhn. Ich hatte keine Ahnung, wie ich meine AP wieder auffüllen kann. Ich konnte auch nicht mal gescheit lesen, glaube ich. Oder ein bisschen konnte ich schon lesen, aber nicht sehr viel. Also von daher, es war eine schwere Entwicklung. Aber danach habe ich mich dann doch sehr, sehr reingebissen. Leider kam dann eine kleine Depression, als meine Spiele entwendet wurden von einem Assi. Woraufhin nichts mehr da war. Ich habe dann aber tatsächlich den Relaunch mit der Serie geschafft, mit Pokémon Gelb. Das war das Spiel, was ich dann hatte. Hat mich eigentlich erst gefreut, jedoch war ich dann hinterher doch Depri, weil mein Vater dann die blaue Edition hatte und er konnte den Missing-No-Trick und alles machen und der kannte den schon. Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, sein Vater spielt auch sehr gerne Pokémon, aber dass er die Glitches ausgelöst hat, lol. Der hat einen Haufen Glitches, der hat sich auch immer Mew geglitscht und so. Dann wird ihm das LP gefallen. Und ich habe halt immer geweint, weil ich es nicht konnte und dann habe ich mal gefragt, ja, darf ich deine blaue benutzen, um Sonderbonbons zu klonen? Und er gemeint, nö. Dann war ich Depri und ja, also das, deswegen, das ist übrigens Blizzard. Ja, das ist die TM Blizzard und ich möchte nur kurz aus diesem Tagebuch vorlesen. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Das war dann also schon ja, die Katastrophe an sich. Deswegen ist hier alles am Arsch. Mewtwo ist durchgedreht. Ja, also das habe ich dann natürlich auch wieder gefunden. Ich habe davor, wie gesagt, den Film als erstes tatsächlich gesehen und war das der erste Fall, wo ich diese Story vom Film praktisch wiedererkannt habe. Willst du eigentlich nicht gegen den Typen kämpfen? Habe ich doch schon gemacht. Echt? Achso. Das hab ich nicht mitbekommen irgendwie. Okay, egal. Aber ja, und dann ging's los. Wie gesagt, an sich mag ich Gelb, ja. Es hat auch, also, aber den richtigen Wert, sag ich mal, habe ich erst erkannt, als ich dann älter war, weil als Kiddy war es natürlich nur so, Mann, da kann ich cheaten und ich nicht, voll scheiße. Aber ja, also jetzt mit etwas Abstand betrachte ich es natürlich schon als ziemlich gut. Vor allem eben die Sprites hat man enorm verbessert, muss ich sagen. Teilweise, nicht immer. Aber ich blende immer die Green Sprites ein und bei manchen denke ich mir, okay, der ist geiler. Dann denke ich mir aber wiederum, was? Der von Green ist besser. Ja, teilweise. Also gut, man,
Also es gibt einen Sprite in Rot und Blau. Also nicht grün, sondern rot und blau, der alles in den Schatten stellt, das ist Golbat. In grün sieht er in Ordnung aus, in gelb auch, aber in rot und blau, da hat er irgendwelche krassen Probleme. Are you serious? In green ist er so ein riesiges Viech mit einer mega langen Zunge und Schnabber. Nein, nein. Und du findest das besser als... Nee, das ist in rot und blau. What? Davon rede ich gerade. In grün hat er einen ziemlich gechillten Sprite eigentlich. What the fuck? Das kann doch gar nicht sein. Aber wenn, dann nur die japanischen, weil... Hä? Auf also, meiner Seite, wo ich immer die Green Sprites hole, ist das nicht so. Okay, also, ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen Grün. Grün hatte noch ganz alte Sprites, dann Rot und Blau kamen wiederum neue dazu, die jedoch... Manche waren besser, manche schlechter. Und dann in Gelb hat man dann das Design an der Serie angepasst. Ich bin mir nicht sicher, muss ich sagen, ob die Pokémon schon vorher so aussahen, wie sie jetzt aussehen, oder ob dieses Design erst in der Serie geformt wurde. Weil ich weiß nicht, ob es damals schon offizielle Artworks gab, wie es das heute gibt. Keine Ahnung, zu den Spielen schon. Ja, also, weil gerade es gibt Pokémon, die sich schon massiv unterscheiden. Ha, es gibt doch Solarstrahl hier, wusste es. Ja. Zum Beispiel Nebulak. Nebulak war damals einfach nur eine Gaskugel. So, jetzt haben wir unseren Fragezeichenöffner. Gibt's hier keinen Ausgang? Muss ich jetzt Fluchtseil nutzen oder was? Nee, du hast doch vorher den Ausgang gefunden. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, da hinzulaufen. Dann musst du Fluchtseil benutzen. Ja, schaut so aus. Mit dem Fragezeichenöffner können wir jetzt zur Arena, aber haben wir keinen Bock drauf. Erstmal holen wir unser Fossil ab und dann gehen wir zu den Seeschauminseln. Stopp, du musst kein Pokémon ablegen. Nee? Nee, das ist ein Phänomen der ersten Generation. Muss man die Pokémon nicht ablegen, sondern die fragen so, dann schien es voll gut, dann setzen wir es dir auf den PC, passt schon. Dann ist das wohl doch wahr, weil ich habe mal gehört, dass man das nur in dritten Gen machen musste. Nee, nur in ab der zweiten. Ich weiß nicht warum, aber ab der zweiten. Das ist das Einzige, wo sich die Serie zurückentwickelt hat. Krass. Alter, warst du, Mann, ey? Voll lang Zeit gelassen, Mann, hier. Ja, stimmt. Ich habe das Lapras ja auch bekommen. Nur da dachte ich, das wäre eine ein Sonder-NPC, deswegen. Das wäre auch bei dem Evoli so. Also es ist ja echt bei jedem so. Ich weiß nicht, warum man das danach zurückgenommen hat. Geiler Service. Nee, habe ich auch keine Ahnung, weil das geht ja wohl jedem auf den Sack. Ja, natürlich. Es geht wirklich jedem auf den Sack. Deswegen, und vor allem das PC-System hat sich ab Generation 3 so viel verbessert, dass das eigentlich kein Problem sein. Das ist so schrecklich hier. Jedes Mal, wenn ich was auf dem PC machen muss, ich falle um, ey. Der PC ist hier absolut grausam. Also, wenn man ja hört, dass Bill so viel geleistet hat, sage ich, ja, Bill, schön, dass du die Idee hattest. Das respektiere ich, aber dein Lagerungssystem ist leider beschissen. Genau. Und jetzt werden wir gleich bei den Seeschauinseln weitermachen. Da werden wir. Rein geht's. Das ist wirklich jetzt sehr, sehr kompliziert hier. Aber zum Glück hat Caleb mehr Ahnung als ich. Ich mochte diese scheiß Seeschauminseln auch nie. Ich glaube, ich habe euch sogar schon mal gesagt, dass das ein Freund von mir machen musste, weil ich die einfach so kacke fand. Oh Gott, wie er schon ausschaut hier. Hat aber ein interessantes System, das würden wir nämlich jetzt sehen. Wenn du jetzt surfst, dann... Wohin, links, oben, unten? Ja. Wie ja? Links, oben, unten? Achso. nach links. Okay. Gut. Hä? Genau, das passiert. Was zum Teufel? Das passiert genau. So, und das ist ein Prozess, den man nicht aufhalten kann. Dafür müssen wir jetzt die Stärkesteine dort in den Weg verschieben. Nur um das kurz für die Leute zu erklären, ich konnte mich gerade nicht bewegen und wurde automatisch hierhin befördert. Ja, das ist praktisch eine Stromschnelle, die plötzlich auftaucht. Die wir unter... es war damals halt alles noch nicht so ausgereift, die Technik. Aber... da müssen wir jetzt Möglichkeiten dagegen finden. Geh da am besten gleich mal hoch. Ich weiß nur noch, dass man da Steine reinschmeißen musste in irgendeiner Weise, um diese Stromschnellen irgendwie zu blockieren, damit man ganz genau in Ruhe schwimmen kann. Ja. Und hier in dieser Höhle gibt es nämlich etwas Besonderes, müsst ihr wissen, ne? Weiß eh jeder, aber egal. Okay. Ist übrigens sehr interessant, dass die Musik von Vertania City hier spielt.
Oh, nee, vom Vertania Wald. Ja, von Vertania Wald meinte ich. Nee, du. Oder, ja, gut. Du kannst doch erstmal da reingehen. Die Treppe? Ja. Okay. Boah, ey, wie ich das alles gar nicht ausstehen kann. Also, da sind jetzt die Steine. Da unten musst du hinkommen. Ach so, ah. Das Mew habe ich aber dabei, oder? Ich habe keine Ahnung, ob du Mew dabei hast. I'm the best guy on this world, man. Du hast ein Mew als VM-Sklaven missbraucht. Hm, ich habe ein Schwein. Jetzt darf ich nochmal zurückgehen und ihn holen. Ja, dann wäre das auch erledigt. Das wichtigste Pokémon ist dabei, Mew. Hier kann man im Übrigen einige Wasser-Pokémon treffen, auch Krabi und Kingler, was wir noch nie gesehen haben. Und da ich nicht weiß, ob wir es nochmal sehen werden, werde ich jetzt einfach mal die Green Sprites einblenden. Ach, da haben wir unseren großen Freund, das Golbat, auch. Hallöle. Aber jetzt werde ich auch mal den Schutz aktivieren, weil ich von keinem Langweiler mehr gestört werden möchte. So, die Steine, müssen die jetzt irgendwie in ein bestimmtes Loch oder was? Also du musst eben zwei Steine nach unten bekommen. Eins ins linke und eins ins rechte Loch. Nur du kannst zwei. Aber. Du kannst aber, ja, du kannst ja das andere gar nicht verschieben. Ich meine, schau dir mal das rechte an. Ja, das wird nichts werden, sagen wir es so. Und da. Also das ist nicht so chillig. Du musst jetzt nämlich erst einmal nach links verschieben und dann musst du sofort hoch und den anderen erstmal verschieben, den links. Weil sonst. Ich merke die Problematik gerade. Sonst fängst du dich ein, sagen wir es so, genau. Und natürlich, den kann man auch nicht nach unten kriegen, ja, sonst muss dann der andere sein. Aber der andere liegt zum Glück schon da, wo er soll. Also wenn man das gut hinkriegt, ja, also das ist das erste große Stärke-Rätsel, würde ich sagen. Ist der Shit ja einfacher, als ich dachte. Ich dachte, da muss man so voll viele Steine in so Löcher befördern. Nö, also es geht. Netz da rein, oder? Ja, du wirst dann später noch die Erfahrung machen. Da muss man ziemlich viel verschieben, in der späteren Höhle, aber hier noch nicht. Und wohin jetzt? Einfach nach oben. Ach, da ist er schon! Ist das ein Witz? Was zum Teufel? Was hat mir denn meine Kindheitserinnerung für einen Schwachsinn vorgelabert? Das ist ja ein wirklicher Witz hier. Ist ja gar nichts. Also wenn man weiß, wie es geht, dann geht es relativ schnell. Items gibt's hier nicht wirklich viele. Also ich hatte den unteren Raum, da wo man die Steine verschieben muss, im Kopf, allerdings mit 6, 7, 8 verschiedenen Steinen und mindestens 4 Löchern und ganz schwierig und sowas, ist ja lächerlich. Okay. Hast du irgendwelche Albträume gehabt? Ja, oder kann so? Gut sein. Das Pokémon vor uns ist jetzt das legendäre Vogel-Pokémon Arctos, welches wir gerne fangen wollen. Ich überlege nur gerade, wen ich nach vorne tue. Der ist auf Level 50, oder? Ja. Dann tue ich einfach mal Pikachu nach vorne, weil es nicht so stark ist und es kann auch paralysieren. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ja, also, da es ein Legi ist, ist es auch sehr schwer zu fangen. Ja, Arctos ist halt echt so ein Fall. Immerhin den Spalt haben sie etwas verbessert, muss man festhalten. Der sah davor schrecklich aus. Ich weiß nicht, hast du ihn davor in dem Fernrohr gesehen? Nee. Okay. Weil das ist eine kleine Möglichkeit, dass man ihn schon mal sieht. Ja, er hat aber nicht so eine starke Offensive, die aber reicht, um ihn zu one-hitten. Wow. Goddammit, was machen wir jetzt? Warte, ist er Flug-Eis oder Eis-Flug? Spielt hier eine Rolle? Nee, also das kann ich dir erklären. Ich weiß, aber ich hab's nachgeprüft, es ist so. Also das bezieht sich dann nur auf den zweiten Typ. Okay, also ich hab's nachgeprüft, ich hab eigentlich festgestellt, dass es ein Glitch ist, diese Anzeige, die kommt. Also bei mir aber hat eine Attacke mega wenig Schaden gemacht, obwohl sie neutral sein müsste. Also an egal, sich. Was weiß ich. An sich ist er Eis. Weil Flug ist immer der zweite Typ, so viel kann man sagen. Also Flug ist auf jeden Fall immer der zweite Typ, weil ein Ersttyp gab es ja erst ab Generation 5. Das ist ein Pokémon. Ja, hier ist noch nicht so stark. Und außerdem kann der Feuerwirbel, fällt mir gerade auf. Ja, das kann aber ganz schön in die Hose gehen. Das stimmt, aber nicht am Anfang. Oh, Volltreffer, jetzt ist jedes Mal ein Volltreffer, oder? Zumindest ist es bei Furienschlag so. Ja. Nee, hier nicht. Okay. Ich hatte so eine Situation, da hatte der Gegner Furienschlag eingesetzt, Maximaltreffer 5 und jedes Mal war ein Volltreffer. Ich weiß nicht, war es ein Dotri?
Nee, oder? Ach, weiß ich nicht mehr genau. Weil das weil Dotri ist halt mega schnell, das wäre eine Möglichkeit. Dass das daran liegt. Strahl. In der Hoffnung, es verletzt sich selbst. Naja, gut, das ist jetzt noch neutral, weil damals war Eis noch neutral gegen Feuer. Ja, das stimmt. Und ja, würde ich sagen, wirf einfach. Ja, wir werfen einfach mal und hoffen auf gut Glück. Man muss eins sollte man noch erwähnen, und zwar, wenn man gegen legendäre Pokémon hier kämpft, kann es passieren, dass die Bälle nicht treffen. Alter. Alter, erster Versuch! Da warst du jetzt mal live dabei. Ich weiß nicht, ich hab Goldhände. Ja. Was geht, ey? Ja, also es stimmt. ich wollte diese Ambivalenz gerade erklären. Man kann tatsächlich mit dem ersten Ball, also mit normalen Pokébällen, kann es sein, dass man sie nicht fängt. Aber wenn man sie eingeschläfert hat oder paralysiert hat und im gelben oder grünen Bereich hat man eine sehr hohe Treffchance. Ich glaube, ich habe Arctos und Lavados beide im ersten Ball gefangen. Nur in dieser Generation oder generell? Nee, nur in dieser Generation tatsächlich. Okay. Ich habe es sogar geschafft, Mewtwo mit einem Hyperball zu fangen, wo es früher hieß, das ist unmöglich. Aber wenn man ihn tatsächlich mit dem Statuswert versieht und ihn schwächt, dann geht es sogar relativ einfach hier, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Feuerrot, Blattgrün finde ich das viel schwieriger. Ist es wirklich unmöglich in Generation 1? Nee. Wie gesagt, ich hab's geschafft, Mewtwo zu fahren mit dem Hyperball. Okay, aber wenn man das jetzt nicht das so hieß macht, es, sondern ganz normal. Weil ich hab das nämlich auch gehört, dass mein Freund aber gesagt hat, Alter, hast du den Meisterball schon verwendet? Du Vollidiot, das kannst du Mewtwo nicht mehr fangen, Alter. Ja, wie gesagt, Bälle können daneben gehen. Also, wenn du normale Pokebälle oder Superbälle wirfst und das Pokémon schläft nicht, dann steht da, er ist daneben gegangen. Okay. Hallo, Champion-Spiel. Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest sein Mütchen mit Wasser kühlen und besorge dir Feuerheiler. Nö, brauche ich nicht, mach ihn kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, in dieser Arena muss man nun Fragen beantworten, was ich auch gerne machen würde. Nur dummerweise, wenn ich sie richtig beantworte, kann ich gegen die Trainer nicht mehr kämpfen. Doch, und das kann. Doch, was? Doch, du kannst sie richtig beantworten, dann red einfach mit dem Trainer, dann kannst du gegen den kämpfen. Ich bin nur Statist, ich habe keine Ahnung. Let's play du weiter. Was zum Teufel? Ich dachte, das geht nicht. Ja, also, er greift dich halt da nicht an. War das in Feuerrot auch so? Soweit ich weiß, ja. Okay, dann bin ich ein Depp. Willkommen beim Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet sich die Tür. Aber da Domtetto nichts weiß, wird es immer falsch sein. Naja, aber falls es doch richtig sein... Nee, falsch sein sollte, dann musst du kämpfen. Aber kannst du auch so. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Viecher dann im Kampf gegen Pyro. Ist ja nicht so, als könnte man zurückrennen und ins Pokémon Center gehen. Aber nur so, ne? Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Nö. Das Problem ist, die Frage, die... Oder es ist richtig, aber... Bitte? Ja, sie überspringen Safcon irgendwie. Die Frage ist total dumm gestellt, aber soweit ich weiß, muss man tatsächlich ja antworten. Are you fucking serious? Ich glaub schon. Das kann nicht sein. Raupi entwickelt sich zu Safcon, dann zu Smetbo und die stellen die Frage so dumm dar, als... Nein. Was? Was seid ihr für Vollidioten? Das ist falsch, Mann. Seid ihr Idioten? Sag ich doch. Was geht denn? Ich weiß auch nicht. Das war aber in Feuerrot nicht so. Nee, 100 pro. Nee, das stimmt, da haben sie Raupi zu Safcon gemacht. Also da haben sie es abgeändert, das stimmt. Oh man. Jeder, der hier Nein gesagt hat und dann gehört hat, das ist falsch, bis ich erstmal denke, was? Jeder, der ein bisschen Ahnung hat. So ging es mir, deswegen habe ich das nie mehr in meinem Leben vergessen. Ja, das ist jetzt schon ein Ding. Übel. Wie werden die anderen Fragen sein? Genauso sogar so ein Bullshit oder vielleicht etwas klüger formuliert? Wir werden es im nächsten Part herausfinden. Jetzt ist die Zeit leider ausgegangen, aber es war sehr unterhaltsam und sehr erfolgreich. Im nächsten Part kämpfen wir dann gegen Pyro und holen uns hoffentlich den 7. Orden des Spiels. Ein Viech kommt noch, Vulnona, was wir selbst in unseren Reihen haben. Aber natürlich ist unseres besser. Wird ein brandheißer Kampf. Oh ja, der wird wirklich brandheiß. Ich habe aber gehört, der Typ hat hier keinen Magma, was ziemlich dumm ist, weil in dem Anime hat er noch eins gehabt. Nee, ich glaube, es ist sogar umgekehrt. Ich glaube, er hat nur hier einen Magma, weil ein Rot-Blau-Gelb hat, also ein Rot und Blau hatte er, soweit ich weiß, keins. Ach so, dann war es vielleicht so. Okay. Ja, wir werden es ja früher oder später sehen. Aber ich kann mich an die Pokémon-Folge auf jeden Fall noch erinnern, die war cool.
Ja. Und voll Pikachu versagt und dann hat Glurak den Geowurf eingesetzt und noch gewonnen. Oh, das war so cool. Ja, bis zum nächsten Mal.